Kostenloses Freeski-Coaching stand auf dem Programm der K2 School of Rockers am 15. und 16. März in Ischgl. Nachwuchs-Freeskier und solche, die es werden wollen, hatten 2 Tage lang die Gelegenheit, mit K2-Teamridern an ihren Skills zu arbeiten. Zu diesem Zweck stellte Ischgl gern den PlayStation Vita Snowpark zur Verfügung. Ja, ich glaube, das kommt immer mehr. Das Freestyle-Skien hat das, sage jetzt mal, alte, verstaubte Skifahren wieder ein bisschen moderner gemacht. Den Kids gefällt es gut, man sieht da jeden Tag wirklich viel Bewegung bei uns im Funpark, also da in der Pro-Line und dann in der Beginner-Line im Philippark, da kann wirklich jeder mal probieren. Deswegen findet man das ein super Angebot, dass K2 da die Coaches zur Verfügung stellt und die dann gratis mit Neuansteigern einfach ein bisschen trainieren, Tricks zeigen, ein paar Tipps geben, also eine nette Geschichte. Ischgl sorgte für die perfekte Location, K2 für die richtige Ausrüstung. Wir haben die aktuellen Parkski der Saison dabei, um den Kids hier, die bei School of Rockers mitmachen und die hier die Coachings mitmachen, ja, um denen mal gescheites Material für den Park einfach mitzubringen, dass sie neben ihren eigenen Ski, die sie ja kennen, auch einfach mal was Neues ausprobieren können. Ja, und so haben wir jetzt mal alles dabei, also von Mädelski über Kinderski. Von Chipski über Big Air Ski haben wir so eigentlich alles dabei. Also haben für sei es hier die Rails und die Boxen oder für die Lines haben wir eigentlich alles dabei. Wo gehen die Trends am Freeski-Sektor hin? Ich denke vor allem, also gerade im Freeride-Bereich, gerade im vor allem ja, für alles gewappnet zu sein. Also so Modelle, die man sowohl auf der Piste gut fahren kann, als auch, wenn es mal Neuschnee hat, einfach nebendran ohne Probleme fahren kann. Also da haben wir jetzt zum Beispiel gerade auch schon in dieser Saison, haben wir schon gut was rausgebracht, mit denen du einfach problemlos auf jede Wetterlage, auf jede Schneelage eingestellt bist. In Ischgl fand das Finale der K2 School of Rockers Tour statt. Zeit für ein Resümee. Ja, Tour war unterschiedlich. Wir hatten manchmal gutes Wetter, manchmal auch nicht so gutes Wetter. Hier sind wir jetzt eigentlich ganz zufrieden. Wir haben super Wetter. Wir haben am meisten Teilnehmer von allen Stops hier in Ischgl. Sind also super zufrieden. Und ja, jetzt haben wir einen halben Tag rum. Die Coaches sind gerade am Trainieren mit den ganzen Teilnehmern und sind eigentlich alle super zufrieden. Park ist super, Wetter ist gut. Von daher alles super. Alles super war auch bei den Rockern und Coaches. Sich auszutauschen und mit neuen Freeskiern zu trainieren, ist für die Profis der Schlüssel zum Erfolg. Generell für junge Leute und so ist es bestimmt immer lustig, wenn sie vielleicht jetzt mal, sag mal, mit einem Profi oder mit einem Besseren fahren können. Es pusht sie natürlich noch umso mehr und können sie natürlich auch viel abschauen. Aber ich sage immer, am wichtigsten ist einfach, wenn man mit seinen eigenen Freunden am Berg ist und einfach Spaß hat. Weil da lernt man einfach am meisten, meiner Meinung nach. Der Spaß kam bei der K2 School of Rockers in Ischgl definitiv nicht zu kurz.